Hallo liebe Wohnmobilfreunde, ich befinde mich in Bad Salzschlioff. Da hat es einen kleinen, schönen, schmucken Stellplatz und gleich bei der Einfahrt finden wir die Fähr- und Entsorgung mit einem großen Bodeneinlass und einer Sanistation. Die blaue Tonne ist hier, die schwarze Tonne ist hier und wenn man zum Stellplatz fahren will, dann geht es hier leicht runter. Oben ist noch ein Pkw-Parkplatz und dann unten ist der neu angelegte Stellplatz. Er ist gebührenpflichtig, hat verschiedene Stellflächen geschmückt mit Blumen, man sieht es. Und man kann sich da schön hinstellen. Den Satelliten kann man erreichen mit der Schüssel, obwohl hier Bäume sind, ob es da für jeden wirklich die Möglichkeit gibt, TV zu schauen, weiß ich noch nicht. Da, wo ich stehe, ist alles okay. Hier haben wir einen Zahlautomat. Der gilt für 24 Stunden oder man könnte sogar eine Woche buchen. Was gibt es in der Region? Verschiedene Sachen, zum Beispiel die Barockstadt Fulda und viele andere Orte, Burgruinen, Schlösser und. Aber was gibt es im Ort selber? Das Eiscafé, verschiedene Hotels, einen Kurpark, natürlich gehört eine Apotheke und für uns ganz wichtig der Bäcker dazu. Dann hat man hier für uns auch einen Lageplan hingestellt und wenn ihr mehrere oder nähere Informationen wollt, holt euch so eine Broschüre. Jetzt laufen wir noch kurz über den Platz. Fangen wir da an mit der Stromquelle. Die ist ziemlich hoch gesetzt, wahrscheinlich, weil es hier noch einen Bach gibt, der vielleicht mal über die Ufer treten kann. Wir haben hier 6-mal Stromanschluss, bezahlen 1 Euro. Und dann haben wir diese 2er-Parzellen. Und ihr seht hinten dran noch ein Bänklein, das jetzt in der Sonne ist. Also man kann sich hier ein bisschen ausruhen und halt die Freizeit genießen. Ich finde, es ist sehr schön gemacht. Da unten kommt der zweite Automat, ebenfalls mit 6 Dosen. Das heißt, für 12 Fahrzeuge haben wir schon mal einen Stromanschluss. Und dann, wenn man hier ist, will man natürlich in den Ort. Das könnte dann dieser Weg sein oder man geht da unter der Brücke durch. Gigi weiß den Weg, wir waren schon da. Und wenn man jetzt den Stellplatz von der anderen Seite anschaut, dann sieht es wieder so aus. Hier die 2er-Parzellen, da seht ihr noch eine Eisenbahnbrücke. Da kommen immer so zwei Komponenten Züge, die rasen da schnell drüber. Das Geräusch ist schnell vorbei, ist auch nicht störend. Also ich finde diesen Stellplatz Schmuck, wenn man das anschaut, ziemlich romantisch geht es hier in den Ort. Das war es also von diesem schönen Stellplatz.